Die Verbindung zwischen dem, was wir essen und wie wir uns fühlen, ist unbestreitbar stark. Doch oft übersehen wir eine subtilere, aber ebenso wichtige Verbindung: die Auswirkung unserer Ernährung auf unsere Haut. Juckende Haut kann mehr als nur ein lästiges Alltagsproblem sein. Sie kann ein Hinweis darauf sein, dass etwas in unserer Ernährung nicht stimmt. Während wir uns bemühen, durch Essen unseren Körper zu nähren und unsere Gesundheit zu fördern, gibt es unerwartete Lebensmittel, die hinter diesem unangenehmen Hautgefühl stecken können. Von der cremigen Avocado bis hin zum erfrischenden Glas Wein. Die Übeltäter sind oft jene, die wir für ihre zahlreichen Vorteile schätzen. Tauchen wir tiefer in das Thema ein und entdecken 8 überraschende Lebensmittel, die der Grund für deine Hautirritationen sein könnten. Hier sind 8 unerwartete Lebensmittel, die juckende Haut verursachen können. Avocado, ein doppeltes Schwert für die Haut. Trotz ihres Rufs als Superfood können Avocados bei einigen Menschen zu Hautproblemen führen. Ihr hoher Histamingehalt kann bei Personen mit Histaminintoleranz allergieähnliche Symptome auslösen, einschließlich juckender Haut. Histamin, eine natürliche Substanz, die in vielen Lebensmitteln vorkommt, spielt eine Schlüsselrolle bei allergischen Reaktionen und kann bei Überempfindlichkeit Entzündungen fördern. Zudem enthalten Avocados auch andere potenzielle Allergene, die individuelle Hautreaktionen hervorrufen können. Die in Avocados enthaltenen gesunden Fette und Vitamine sind zwar nahrhaft, aber es ist wichtig, auf die Signale des Körpers zu achten und bei Auftreten von Hautirritationen den Verzehr zu überdenken. 2. Tomaten, farbenfroh, aber potenziell reizend. Tomaten sind eine beliebte Zutat in vielen Gerichten weltweit, doch sie enthalten Solanin, eine Substanz, die bei einigen Menschen Hautirritationen verursachen kann. Als Mitglied der Nachtschattengewächse könnten Tomaten bei Personen mit Empfindlichkeit gegenüber dieser Pflanzenfamilie zu Entzündungen und Hautreaktionen führen. Darüber hinaus sind Tomaten reich an Säuren und Histaminen, welche die Hautempfindlichkeit erhöhen. Und bei Personen mit vorhandenen Hauterkrankungen wie Ekzemen oder Psoriasis Juckreiz verstärken können. Die Vielseitigkeit der Tomate in der Küche macht es schwierig, sie vollständig zu meiden. Doch ein Bewusstsein für mögliche Hautreaktionen ist entscheidend für Personen, die nach einer Ursache für ihren Juckreiz suchen. 3. Alkohol entzündungsfördernd und dehydrierend. Alkohol ist bekannt dafür, dass er Entzündungen im Körper fördern und zur Dehydratation beitragen kann, was beides Faktoren sind, die Hautprobleme wie Juckreiz verschlimmern können. Die durch Alkohol verursachte Dehydratation trocknet die Haut aus, macht sie anfälliger für Reizungen und kann bestehende Hautzustände wie Ekzeme verstärken. Zudem kann Alkohol die Freisetzung von Histamin im Körper erhöhen, was bei Personen mit Histaminintoleranz zu allergieähnlichen Symptomen führt. Der Verzehr von Alkohol, insbesondere in größeren Mengen, kann auch die Leberfunktion beeinträchtigen, was wiederum die Hautgesundheit beeinflusst, da die Leber bei der Entgiftung des Körpers eine zentrale Rolle spielt. 4. Zitrusfrüchte – säurehaltig und histaminreich. Zitrusfrüchte wie Orangen, Zitronen und Grapefruits sind für ihren hohen Vitamin-C-Gehalt bekannt. Doch ihre Säure und ihr Histamingehalt können bei manchen Menschen Hautirritationen auslösen. Die Säure in Zitrusfrüchten kann besonders für Personen mit sensibler Haut oder Hauterkrankungen wie Rosacea irritierend sein. Darüber hinaus können die in Zitrusfrüchten enthaltenen Histamine bei Personen mit Histaminintoleranz Entzündungsreaktionen fördern, die zu Hautrötungen und Juckreiz führen. Während Zitrusfrüchte viele gesundheitliche Vorteile bieten, ist es wichtig, ihre Auswirkungen auf die Haut zu berücksichtigen und gegebenenfalls den Konsum zu moderieren. 5. Schalentiere, Allergene und Histaminträger. Schalentiere, obwohl nahrhaft und reich an Omega-3-Fettsäuren, können bei einigen Menschen starke allergische Reaktionen auslösen, einschließlich Hautjuckreiz. Sie gehören zu den häufigsten Allergenen und enthalten neben Proteinen, die allergische Reaktionen auslösen können, auch Histamine, die bei Personen mit Histaminintoleranz oder Allergien zu Problemen führen können.
Die Reaktion auf Schalentiere kann von mildem Juckreiz bis hin zu schweren allergischen Reaktionen reichen und bei Verdacht auf eine Allergie sollte ein Allergietest in Betracht gezogen werden. 6. Nüsse bekannte Allergene mit breitem Wirkungsspektrum. Nüsse sind eine weitere häufige Ursache für allergische Reaktionen, die Hautjuckreiz einschließen können. Sie enthalten spezifische Proteine, die bei manchen Menschen Immunreaktionen auslösen. Die Reaktionen können variieren, von leichtem Juckreiz bis hin zu schweren, lebensbedrohlichen Zuständen wie Anaphylaxie. Selbst Spuren von Nüssen können bei hochsensiblen Personen Reaktionen auslösen, was die Notwendigkeit einer sorgfältigen Überprüfung von Lebensmitteletiketten unterstreicht. Für Personen mit einer Nussallergie ist die Vermeidung des Kontakts von entscheidender Bedeutung, um Hautreaktionen und andere allergische Symptome zu verhindern. Milchprodukte, Laktose und Casein als potenzielle Auslöser. Milchprodukte können bei Personen mit Laktoseintoleranz oder einer Empfindlichkeit gegen Casein, einem Milchprotein, zu Hautproblemen führen. Diese Unverträglichkeiten können Entzündungsreaktionen im Körper fördern, die sich auf die Haut auswirken und zu Juckreiz oder Ekzemen führen. Darüber hinaus können Milchprodukte bei manchen Menschen Akne verschlimmern oder auslösen, da sie die Produktion bestimmter Hormone beeinflussen können, die mit Hautölen und Entzündungen verbunden sind. Eine Anpassung der Ernährung oder der Übergang zu laktosefreien oder pflanzlichen Alternativen kann bei der Linderung von Hautproblemen helfen. 8. Eierallergene, die die Haut beeinflussen können. Eier, insbesondere das Eiweiß, sind bekannt dafür, allergische Reaktionen auszulösen, die Hautjuckreiz einschließen können. Die Proteine in Eiern können bei manchen Menschen Immunreaktionen hervorrufen, die sich in Form von Hautirritationen, Juckreiz oder sogar Ekzemen manifestieren können. Diese Reaktionen sind besonders bei Kindern häufig, aber auch Erwachsene können betroffen sein. Eier sind in vielen Lebensmitteln enthalten, oft in versteckter Form, was die Identifizierung und Vermeidung für Betroffene erschweren kann. Die Überwachung der Ernährung und möglicherweise das Führen eines Ernährungstagebuchs können hilfreich sein, um Zusammenhänge zwischen dem Verzehr von Eiern und Hautreaktionen zu erkennen. Für Personen mit einer bekannten Eiallergie ist es wichtig, Ersatzprodukte zu finden, die eine ausgewogene Ernährung ohne das Risiko von Hautreaktionen ermöglichen. Zusammenfassung. Die genannten Lebensmittel sind Teil einer gesunden und ausgewogenen Ernährung, können aber bei manchen Menschen unerwünschte Nebenwirkungen wie juckende Haut verursachen. Es ist wichtig, auf die Signale des eigenen Körpers zu achten und gegebenenfalls die Ernährung anzupassen oder einen Spezialisten zu konsultieren. Wenn dieses Video hilfreiche Einblicke geboten hat, freuen wir uns über das Teilen mit Freunden und Familie. Unterstützung findet sich auch im Abonnieren unseres Kanals und Aktivieren der Glocke, um keine weiteren gesundheitsbezogenen Inhalte zu verpassen.